vom Hafenkonzert über eine Heinrich-Heine-Lesung, musikalische kleine Sachen, das A Cappella-Konzert. Es wird 10 Standorte geben in Cottbus, die sich für diesen Abend was vorgenommen haben. Das geht also in dem Falle jetzt Cottbus von Dissen über Cottbus Stadtmitte bis hin nach Groß-Gadelow. Die Nacht der offenen Kirchen steht bevor. Ich frage ganz einfach erstmal, auf was kann man sich in diesem Jahr freuen? An welchen Standorten? Was gibt es alles zu erleben? Ja, endlich nach 2 Jahren Pause gibt es wieder die Nacht der offenen Kirchen, traditionell am Pfingstsonntag. 21 Uhr geht es los und es wird 10 Standorte geben in Cottbus, die sich für diesen Abend was vorgenommen haben. Das geht also in dem Falle jetzt Cottbus von Dissen über Cottbus Stadtmitte bis hin nach Groß-Gadelow. Das ist dann der weiteste Ort und es wird wie immer ganz viel Unterschiedliches geben. Jeweils zu den vollen Stunden, 21, 22 und 23 Uhr, werden diese kleinen Programme dort wiederholt. Und es gibt also vom Hafenkonzert über eine Heinrich-Heine-Lesung, musikalische kleine Sachen, das A Cappella-Konzert. Also es ist von allem wirklich was dabei. Und es wäre wirklich schön, wenn sich die Menschen auf den Weg machen und einfach an diesem Abend Kirchen mal in ihrer ganz besonderen Art erleben. Wer sich genau informieren will, es gibt diesen wunderbaren blauen Flyer und da sind alle Informationen drin, inklusive der Adressen. Und da kann einfach nachgeschaut werden, was für die jemanden interessant ist. Und 2 Jahre Pause haben auf jeden Fall auch gezeigt, wir wollen das künftig auch weiterführen, richtig? Das ist ein ganz großes Bedürfnis gewesen derjenigen. Das war auch für voriges Jahr schon geplant, aber Corona-bedingt haben wir dann doch entschieden, dass es nicht stattfinden wird. Und in diesem Jahr ist die Vorfreude umso größer, dass wir wieder da sein können. Und in vielen Gemeinden gibt es dazu auch immer wieder Ehrenamtler, die sagen, das ist genau meine Veranstaltung, die betreue ich an dem Abend. Und da kann man wirklich nur sagen, danke allen, die da mitmachen und die sind bereit, überhaupt den Menschen da die Möglichkeit geben, hinzukommen. Und ich kann nur doch auch in dem Fall sagen, schauen Sie vorbei, machen Sie sich auf den Weg.